German humor, or what is it? We're here in Dusseldorf, and back home, we know Germans is a very strict, not funny kind of people. But here in Dusseldorf, they're gonna prove me wrong, so let's go find out. So I'm here to meet this crazy chef. You may have seen him on television, Dirk. Yeah, that's right, I'm here at his restaurant, and he's gonna show me what the German cuisine is all about. So let's see who's crazier. Hey, hi. Dirk. Pete. Nice Schön, to meet you. Nice ja, to meet du auch. You. Hast du Hunger? Oh, ja. Yeah. Bist du bei mir richtig, dann komm let's mal go. Mit. So, Pete, dann komm mal mit, dann zeige ich dir mal eine richtig gute deutsche Küche. Hoffmanns gute Küche. Und was in Deutschland in der Küche ganz wichtig ist, ist viel Soße. Dir möchte ich heute einen richtig schönen rheinischen Sauerbraten machen. Potato Dumplings in a pot roast, sweet and sour. Dazu brauchen wir gekochte Kartoffeln. Hier, komm mal ran, guck rein. Kartoffeln. Du hast doch richtig was in der Arme, kannst die gleich mal stampfen. So I get to help out, that's awesome. Yes, that's awesome. In this place, you need to work if you want food. Hier musst du arbeiten, wenn du was zu essen haben willst. Ja, gib Gas. Macht Spaß, ne? I see that you Germans love your potatoes, huh? Der Deutschen ohne Kartoffeln, da geht gar nichts mehr. Das ist wie bei der Italiener ohne Pasta. Basta. Du verstehst kein Wort, kann ich auch nichts dafür. You know what's funny? You know what's funny? I understood exactly what you just said. Das ist mir scheißegal. Aber du machst alles nur mit einer Hand, ne? Machst das immer so. What? Der Griff ist schon mal gut. We're good? Ja, in der Küche ganz wichtig. Yeah. I heard you champion of 1 pound in how many seconds? I don't know, it took me a couple minutes. Butter's hard to eat fast. Der ist ganz schön beknackt. Aber willst du von den Kanadier auch verlangen hier? Bist fertig? Nicht nee, Pause jetzt, nee, nix Pause. In der Küche gibt es keine Pause da, die Gäste wollen mal zu essen haben. Ja, but my arms are getting all... Das ist der Sauerbraten. Sauerbraten. Sauerbraten, Schwarzbrot. And they need to be nice and tender. Nice and tender, der muss schön weich sein. It's always good when things are tender. Yes. See, this is still too hard. Mm-hmm. Das ist immer noch zu fest. Die Gabel muss da ganz, zack. Rausgleichen. Halbe Stunde noch. Da kriegst du was zu futtern, Junge. So, kannst du das? Versuch mal. Try. My turn? Yes. Alright, here we go. Let me do one hand. Shake it, baby. Ja, super. Hör mal, den stellen wir hier ein. Da kannst du jetzt nicht deine Finger reintun, oder? It's too hot. Ist zu heiß. Okay. Ja, geht das nicht ein bisschen schneller? What? Schneller! Schneller? Ja! Komm her. Da muss der alte Sack wieder ran, ja. Guck mal hier. Ah, you want me to mix it up like that? I like the sound, you know? Knack, 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 knack. Da noch ein paar Rosinen rein. Da siehst du noch leckerer aus. Ich sag dir, wenn du zurück nach Mama gehst, nach Kanada, die erkennt dich ja nicht mehr wieder, weil du so lecker gehst als bei mir. Pete, das Wichtigste bei den Klößen ist, man muss da die richtige Portion an Stärke reintun. Wenn du zu viel reinmachst, too much starch, you will get like a tennis ball. Mm-hmm. And will stick against the wall and doesn't come off the wall. Mm-hmm. You want to see it? Yeah. Ja, dann guck doch mal. Puff! Nice. Your turn.
Everyone knows about the Schnitzel, the sausages that you guys have, but is there anything else? So, was ist das typische Deutsche? Es muss handgemacht werden, es muss mit Liebe gemacht werden und ganz wichtig ist die Sattmacher. Weil wir waren auch mal ein sehr armes Land und Fleisch war nicht immer da, also habe mein Klöße gegessen, weil dich das richtig schön satt macht und das brauchst du ja sowieso. Ja, fantastic. Guten Appetit. I want to try this. Let's try this. Sag jetzt bloß nichts Falsches, du. Some applesauce on the top. That's so good. Du brauchst mir keinen Heiratsantrag. That's amazing. Gravy on it. Schmeckt? It's very good. That's awesome. Wunderbar. Where do you put it? In my mouth. In seinen Mund. Ja, ist auch nicht schlecht. Lecker, ne? Ja. Fantastic. There we go. Thank you very much. First one. Ja, ist ein cooler Typ. Auf jeden Fall. Ist halt schneller als sein Schatten. Der Lucky Luke des Essens. That's what I do for a living. Yeah. It's kind of funny, yeah. Very, very, that's my life. Klassischer Pizza, kann man nichts drüber sagen, nur schnell und kann man nur blinzeln, dann war schon weg. Hey folks, I'm here in Düsseldorf and now I'm hungry. I got a case of Kuchen right here and I'm ready to destroy it. Okay, let's go. Der hat sie nicht mehr, Alter. Was macht der mit meinem Käsekuchen? Also dem backe ich keinen Kuchen mehr. Crazy. It's gonna right. We're here in Berlin's Butcher School, and we're gonna learn what Germany is really known for. We're gonna make some sausages. Ah, hello, Peter. Hello, you're welcome. Nice to meet you. You heard you're gonna show me how to make some sausages? Yeah. Yeah? All right, let's do it. Zeig dir, wie heute Berliner Currywurst hergestellt wird. Awesome, some Currywurst, that's awesome. Let's do it. Als erstes nehmen wir das Magerfleisch und geben uns das in den Kutter hinein. Ja? Okay. Bitte. Darauf das Salz. So why would you put ice into sausage? I really don't understand. Das Eis kühlt unser Fleisch. Im Fleisch steckt das Eiweiß und durch diese Messerumdrehung entsteht Reibung, Wärme und das kühlt natürlich jetzt das Eiweiß, damit wir eine gute Bindung in die Currywurst bekommen. Jetzt
füllen wir diese Currywurst in einen Darm. Das ist Ramrap. Das ist ein Kunstdarm, ein Schäldarm. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und der Rest ist wie Autofahren, Gas geben. Und dann geht's auch schon los. That's a long sausage. Das ist eine lange Wurst, genau. This is really long sausage. I think I just burst it. So how does this work? Is this just one sausage or do you cut it up? Because this seems big, very big. Das ist nicht eine Wurst, sondern das werden jetzt gleich viele Würste. Einmal greifen. Und dann squeeze. I don't want to break it again. Pete, deine Feinmotorik ist nicht ganz so gut. So, jetzt schneiden wir die auf. You take them out? Yes. I did not expect this at all. Das ist ein Schäldarm und den kann man nicht essen. Der ist künstlich. Oh, you can't eat that. No. I can eat anything. Guten Appetit! So gut. So schmeckt Berliner Currywurst. Ja. Thank you. And goodbye. Goodbye. Goodbye.